EPU, Ein-Personen-Unternehmen. Ja, genau für diese Zielgruppe lädt die Wirtschaftskammer Niederösterreich einmal zum EPU-Tag in die Pyramide. Ja, es geht um Selbstwert, es geht darum, was kann ein EPU, was soll ein EPU kennen, und das erfahren Sie bei uns. Neunter EPU-Tag, was macht denn da die Wirtschaftskammer? Das, was wir eigentlich tun wollten, nämlich die Leute zu informieren, ihnen eine Inspiration zu geben und sie auch zu motivieren, ich glaube, das gelingt uns heute an diesem Tag und das schon zum 9. Mal. Kann man sagen, ein EPU hat es besonders schwierig? EPUs zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders flexibel sind und dass sie besonders innovativ sind und daher sind sie erfolgreich. Und wenn Sie da herumschauen, Sie werden alles lauter fröhliche Unternehmer sehen. Das ist das, was wirklich zählt. Beim EPU-Erfolgstag lernt man nicht nur, wie Netzwerken funktioniert, sondern man kann es gleich direkt umsetzen. Stimmt, das habe ich gerade angewendet, indem ich mir da gerade einen Platz gesucht habe, nehme diese netten Leute und bin schon ins Gespräch gekommen, recht gut. Viele Netzwerke, viele Bekannte, aber dadurch, dass ich das erste Mal da bin, auch sehr viel Masse. Eigentlich ist es uns lieber, wir werden abgeholt, ja, und dann geben wir gerne, also dieses oberflächliche Netzwerken oder dieser oberflächliche Smalltalk. Tatsächlich ist es so, ein bisschen Blickkontakt, man findet sich sympathisch und kommt gleich ins Reden. Ich glaube, Netzwerken kann man immer dazu lernen und es ist authentisch bleiben. Also nicht unbedingt zu zeigen, ich will jetzt was verkaufen, deshalb rede ich mit dir, sondern einfach, weil man an den Menschen interessiert ist. Netzwerken heißt für mich das Systematische und Bewusste. Aufbauen und Knüpfen von Kontakten. Das ist für mich das Netzwerk. Und das Netzwerk einmal eins, das ich entwickelt habe, besteht aus 12 Punkten, 12 Regeln, die Sie beachten sollten dabei. Wir wollen damit sagen, dass wichtig ist, dass sich EPU, wenn man neue Sprache sagt, vernetzen, dass sie miteinander reden, dass sie Erfahrungen austauschen. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist und erkennen, dass Kooperationen was bringen können. Was sagen Sie zu der Veranstaltung generell? Das wird von Mal zu Mal eigentlich professioneller. Was eigentlich auch die Betreuung vor Ort leistet, wirklich exzellente Arbeit. Fantastisch, auch dieser Ort hier. Ich war noch nie da und ich muss sagen, sehr groß, super tolle Atmosphäre. Ich komme da sehr gern her. Warum ist denn die Shaolin-Methode für einen EPU besonders wichtig? Der EPUler, der muss alles in sich vereinen. Der muss in so vielen Bereichen Top-Leistung bringen. Und deswegen braucht er extremst viel Willenskraft. Shaolin-Technik, die wir gerade auf der Bühne kennengelernt haben, bietet die Möglichkeit, selbst den Akku wieder aufzuladen, Willenskraft zu tanken und damit den Anforderungen dieser High-Performance-Gesellschaft gegenüber gewappnet und ein bisschen gelassener zu werden. Es war einzigartig. Ich habe jede Sekunde genossen bei dem Seminar. Das war fantastisch. Also gemeinsam. Es gibt ja sehr viele Sachen im Leben, die nur gemeinsam zu schaffen sind. Und das natürlich auch im Businessbereich. Welche der vielen Punkte des richtigen Netzwerken nehmen Sie mit in die Praxis? Nimm deine Visitenkarte mit. Sprich Menschen unvorbereitet an. Sehr interessant. Man hört irrsinnig tolle Geschichten, tolle Ideen, die umgesetzt werden von Einzelunternehmen. Ich glaube, wir vernetzen uns schon ganz gut da. Wir haben da schon einiges erreicht. Das untereinander reden, auf jemanden zugehen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Es sind sehr viele bekannte Gesichter, das heißt, es ist nicht mehr so einsam, sondern es sind schon viele dabei. Und damit wird das Gemeinsame noch größer. Da ist man auch nicht einsam. Nein, ist man nicht einsam und so weiter. Und dadurch, dass ich, sage mal, Pulitzer Prize Agency heiße, ne, überrasche ich nicht nur die Leute und Firmen und das Publikum auch mit meinem Outfit. Ich stehe heute um 14 cm höher auf Frauen. Netzwerken ist eine ganz wichtige Sache, besonders als EPUler, weil man damit wirklich Gesellschaften bilden kann, ja, die sich dann gegenseitig unterstützen. In wirtschaftlich angespannten Zeiten, glaube ich, ist man gemeinsam immer stärker als einsam. Ich glaube, dass die Zeit reif ist, sich Verbündete zu suchen für seine Geschäftsideen. Nur gemeinsam geht was weiter und auch im gemeinsamen Netzwerken. Was macht erfolgreiches Online-Marketing aus? Also ich glaube, als Erster sollte man mal beginnen, sich zu überlegen, wo ist seine Zielgruppe, wo sind seine Kunden, in welchen Netzen sind welche Kunden präsent. Die Devise ist 1 und 1 ist 3. Wenn sich zwei alleine schon zusammen tun, zwei EPUler, gibt es einen Mehrwert, eine Synergie daraus, und das ist die Motivation. Ich glaube, wer heutzutage nicht für das, was er macht, brennt, wer nicht dieses Feuer im Auge hat, wer nicht das, was der heilige Augustinus sagte, du kannst den anderen nur entzünden, was selber in dir brennt hat, der wird letztendlich in der Mittelmäßigkeit verschwinden.
Haben Niederösterreichs Betriebe diese Motivation, dieses Brennen in sich? Ja, das haben sie schon, weil sonst würden sie nicht so gut dastehen. Es ist ja gerade wirtschaftlich nicht so, dass ich sage, es ist easy, die Leute schieben das Geld bei der Tür rein, sondern man muss auch was tun. Und um bei den Kunden gut anzukommen, muss ich von meinen Produkten, von mir überzeugt sein. Und das sind unsere Unternehmer, sie sind professionell, sie haben eine Freude an dem, was sie tun und deshalb sind sie erfolgreich. Aber das heißt ja, um weiterhin erfolgreich zu sein, dass einem weiterhin Spaß macht, muss ich schauen, was kann ich lernen, mit wem kann ich zusammenarbeiten. Das hat in der letzten Zeit angezogen, dass jeder weiß, er ist nicht allein auf der Welt und um wirklich gut zu sein, muss ich auch vernetzt arbeiten und da ist heute wirklich die beste Gelegenheit dazu.